Sega Zockmontag. Game Changer der Videospielgeschichte. Platz 10. Die World of Warcraft öffnete ihre Tore 2004 für Amerika und 2005 für Europa und hat damit ein komplettes Genre eigentlich nicht groß verändert, aber um so viele Komfortfunktionen und so viel mehr Zugänglichkeit bereichert, dass das so ein Wendepunkt war für dieses große Genre. Und auch hier wieder ein ganz großes Thema, mediale Wahrnehmung. Ja. Das Ding ist so explodiert, dass du es überall gesehen hast in den ersten Jahren, bis hin zu einer South Park-Folge. Da sind wir bei mir angekommen. World of Warcraft 2004. Da habe ich jeden Monat wieder ganz aufgeregt in die GameStar geguckt, weil da gab es ein Beta-Tagebuch, wo ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, zwei Leute haben darüber geschrieben und ich dachte immer, was ist das? Oh, wie geil, weil ich war halt so ein riesen Warcraft 3-Fan und so Throne-Fan. Und dann hast du plötzlich diese 3D-Welt gehabt und es war der geilste Shit, den du jemals gesehen hast. Folgend habe ich 2 Jahre meines Lebens daran verloren, was rückblickend totale Scheiße war. Aber danke, World of Warcraft, also für diese gute Zeit, die ich dafür gemacht habe, statt mit Mädchen zu schlafen. Als du dann das erste Mal aus deinem Zimmer wieder verlassen hast. Was ist denn hier los? Dann waren es einfach auch die Nutzerzahlen, die dann für Aufsehen gesorgt haben, ne? Weil das hat einfach jeder gespielt und jeder wollte zumindest mal wissen, was da Phase ist und hat da reingeguckt, hatte einen Account und plötzlich hattest du halt mehrere Millionen Accounts und solche Pressemeldungen erscheinen dann natürlich auch beim ZDF oder so und plötzlich wollen alle wissen, was geht da und dann fängt es an mit den Suchtberichterstattungen und plötzlich war WoW überall, also in Serien, im Fernsehen, im Kino. Aber an World of Warcraft kann man auch ganz schön diesen Auf- und Abgang von MMOs sehen halt. Mhm. Weil erst war halt im Grunde nur EverQuest ein bisschen, dann kam ein, zwei andere so ein bisschen und dann kam halt World of Warcraft und alles ist explodiert nach oben. Nicht, weil es ein MMO war, sondern weil es Warcraft war. Und dann dachte man, okay, weil es ein MMO ist, muss es funktionieren. Und dann kam so 2-3 Jahre später, nachdem die ersten Entwicklungen fertig sind, so mit 2007, 8, 9, so die ganzen anderen Spiele, da kam dann Herr der Ringe Online und Warhammer und Age of Conan und wirklich ganz, ganz viele andere kleinere Dinger, die alle komplett zerstört wurden und dann wieder 1-2 Jahre später kaputt waren. Und heute gibt es halt dann wieder irgendwie die großen 4-5 Spiele und World of Warcraft ist immer noch auf dem Thron. Und jetzt versuchen sie alle mit MOBA und wir werden in 3 Jahren hier sitzen und sagen, mein Gott, war das eine Scheiße. Oh ja. Platz 9. 10 years ago, Halo changed the way we play video games. 10 years ago, Halo introduced millions of fans to an incredible new universe and delivered billions of hours of entertainment. Halo und die Etablierung der Shooter für den Konsolenmarkt. Da gab es natürlich auch andere Kandidaten, die das gemacht haben, sei es einen Timesplitters, einen GoldenEye oder sonst was. Aber Halo war das Ding, was es wirklich in den Mainstream gehoben hat, was es wirklich nochmal angegangen ist und gesagt hat, okay, wie können wir den Shooter auf der Konsole besser spielbar machen? Und nach Halo hat keiner mehr gesagt, Shooter funktionieren nicht auf Konsole. Und vorher haben es so viele gesagt. Es haben wirklich viele gesagt. Vorher haben alle das belächelt. Vorher haben alle gesagt, haha, das schafft ihr nie. Und es wurde so was von nicht ernst genommen. Und es war so riskant, das zu tun, ja, und diesen Versuch halt zu unternehmen. Weil, also wer jahrelang am PC konditioniert wurde und mit Maus und Keyboard gespielt hat, der konnte sich das einfach nicht vorstellen, wie das auf dem Controller tatsächlich möglich ist. Und es war ja am Anfang auch noch ein bisschen hinterher. Und hat dann ja auch ein bisschen dazu geführt, dass Shooter auf der Konsole eher leichter wurden und weil sie dann Multiplattform-Titel waren, wurden eigentlich alle Shooter leichter darüber, dass sie so ein bisschen auf die Konsolen ausgerichtet waren. Aber Halo ist dafür echt ganz, ganz wichtiger Gamechanger gewesen. Damals, als man sich noch rechtfertigen musste dafür, dass man irgendwie Halo auf der Konsole spielte. Ja, Halo, man muss ja aber auch dazu sagen, zumindest in Deutschland war so Halo oder Halo allgemein dieses ganz große Ding. Davor gab es ja aber noch GoldenEye. Das ist in Deutschland nie so richtig da gewesen, weil hat Nintendo nicht veröffentlicht. Das war aber das erste kommerziell wirklich große Ding, was funktioniert hat und gezeigt hat, dass es theoretisch auch geht. Den richtigen Durchbruch, den gab es dann erst mit Halo. Genau, aber selbst als Halo dann rauskam und man das dann gespielt hat und total Spaß dran hatte, gab es, also jeder, der es halt nicht gespielt hat, der konnte es halt nicht nachvollziehen. Richtig. Und nicht so viele Leute hatten eine Xbox zur damaligen Zeit. Ja. Und ich hatte auch den einzigen Grund nur eine Xbox, weil mein Kumpel schon die PS2 hatte und wir dann geschickt geplant haben. Deswegen habe ich mir dann die Xbox schenken lassen. Und dann habe ich halt dieses Ding gespielt und total Spaß dran gehabt, habe es gar nicht so wirklich verstanden und habe dann im Interweb mit meinem 33K-Modem versucht zu erklären, dass das irgendwie Spaß macht. Und die Leute haben es mir nicht geglaubt und ich wurde angeschrien.
und habe aufs Übelste zurückgeschrien. Ich bin mir sicher, wenn ihr die Giga-Foren durchstöbert, werdet ihr noch meine alten Posts finden. Ich hoffe nicht. Und ich weiß, es gibt noch viele Puristen da draußen, die sagen, nee, Maus oder lieber gar nicht. Aber da, finde ich, verpasst man sehr, sehr viel. Es kommt auch darauf an, welches Spiel es ist, ne? Weil es gibt ja Spiele, die dich auch belohnen dafür, dass du mit Maus und Tastatur spielst. Ich finde, so ein Half-Life 2 ist so ein ganz klassisches Maus- und Tastaturspiel, wo du einfach auch, wo es ein bisschen befriedigender ist, das mit mit der Maus zu spielen. Platz 8. Die Pokémon, da kommen wir zum dritten medialen Phänomen, was ja eigentlich auch, na doch, die haben als Videospiel gestartet. Die Gameboy-Spiele, die 98 bei uns erschienen sind, und zwar, oder 99 sind es, glaube ich, bei uns in Europa erschienen, Rot und Blau, ja. Die sind der Ursprung der Pokémon gewesen. Das war relativ lange in Entwicklung, hat auch eine ganz komische Entwicklungszeit gehabt und ist dann total durch die Decke gegangen. Dann kam ein Cartoon dazu, also ein Anime. Und danach Tamagotchis und Karten. Tamagotchis Trading kamen Cards. Nach Pokémon? Nein, aber Tamagotchis mit Pokémon drin, sozusagen. Ach so, okay. Und alles, also du hattest wirklich Pokémon überall. Heute gibt's Bettwäsche, Kissen, Spielfiguren, Plüschtiere, alles. Also es ist ja mehr als diese Spiele. Wir haben die Kinofilme, wir haben die Fernsehserie. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass das jetzt auch schon so seine Jahre alt ist, ne? Ich meine, so 96, 97, 98. Ich habe es wirklich so unglaublich viel gespielt. Ich weiß noch ganz genau, bei jeder neuen Edition habe ich dann mit meinem Kumpel, wurde ich dann irgendwie zu dem nächsten Laden gefahren und dann noch mit von meiner Vater, Mutter. Und noch im Auto saßen wir dann da und haben so, oh, das ist, oh, das ist Farbe, da bewegt sich. Dann habe ich irgendwann das erste Mal, dass ich Pokémon entdeckte, war im Fernsehen, als ich Dragon Ball sah. Und dann dachte ich mir, hä, was ist das denn? Und dann kam danach Pokémon und ich dachte dann, Pokémon war Dragon Ball und umgekehrt, weil bei Pokémon immer die Pokébälle geworfen wurden. Und ich dachte, das wären die Dragon Balls. Das heißt, ich habe so zwei, drei Wochen damit gelebt, dass ich dachte, Pokémon wird Dragon Ball und Dragon Ball wird Pokémon. Und dann habe ich es erkannt und dann das Spiel gespielt und dann wurde ich verloren. Game Changer war Pokémon, weil es extrem viel beeinflusst hat. Ja. Und sehr viele Leute sich daran gerichtet haben, an diesem Spielprinzip, und es danach noch viele Klone gab. Nicht nur im Spielbereich, sondern auch was so Anime-Serien angeht. Monster Rancher oder Digimon oder sowas. Das sind alles Sachen, die sich sehr daran orientiert haben. Platz 7. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is... Für mich kam also diese First-Person-Shooter-Geschichte erst mit Half-Life so richtig in Gang. Mhm. Das davor war, habe ich immer mitgekriegt, aber durfte ich nie so richtig spielen, konnte ich auch nie so richtig spielen. Deswegen war für mich dieses große Ding und oft mit Maus und so, war es Half-Life quasi. Plus, das hatte noch wirklich eine deepe Story. Ja. Und das war sowieso noch eine Storytelling Besonderheit. Storytelling war eher das große von Half-Life. Dass Shooter die ersten Jahre lang Doom-Klone hießen, zeigt auch, wie einflussreich Doom damals gewesen ist. Auch wieder so ein Ding, wo einfach alles zusammenkam. Die beiden Macher hatten vorher Wolfenstein 3D gemacht. Das war noch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Das hatte damals dieses Shareware-Prinzip. Du konntest das im Grunde genommen auch, Teile davon konntest du halt teilen. Und so hatte Doom auch noch. Und so hat das so ein bisschen sich von Mund zu Mund auch verbreitet. Zock das mal, das ist was ganz Neues, es ist krass brutal, es ist, also ich meine, die beiden Schöpfer sind ja auch so Metalheads gewesen, genau. Die standen auf Evil Dead und so sind diese Spiele auch gewesen und ich muss sagen, die werden eher besser, also ich bin damals dieser Faszination auch erlegen, aber ich konnte sie nie so richtig feiern und heute habe ich eher das Gefühl, dass ich das wertschätzen kann, weil sie dann doch ironischer sind, als ich gedacht habe. Damals waren die ja sofort in dieser Gewaltverherrlichungsecke gelandet. Aber wenn man sich das heute nochmal anguckt, ist das schon geiler Scheiß. Diesen ersten Shooter in diesem Geiste, den ich damals sehr, sehr viel gespielt habe im Multiplayer-Modus, war Painkiller. Das ist ja im Grunde exakt Quake gewesen mit den Rocket Jumps und bla bla bla. Ja. Das war hervorragend und Half-Life 1 halt immer im Singleplayer und dann Counter-Strike Clan und so, aber das ist dann ja schon ein paar Jahre später. Platz 6. We won't go in one direction or zig where we can zag. We will walk through walls. We will take a look around us. We will not be confined. We believe in the path of least limits. We won't be told how to view the world. We will jetzt versuchen wir mal kurz zu erklären, jetzt alle großen Punkte am Nintendo 64 Controller. Der Analogstick, Bewegung im 3D-Raum. Ja.
das finde ich ist schon eine sehr, sehr wichtige Sache, eine kleine Sache, die man vielleicht auch mal erwähnen könnte und wertschätzen könnte, dass Nintendo es tatsächlich geschafft hat, 3D-Movement, also 3D-Spiele so zu etablieren, dass sie auch der Massenmarkt versteht und begreift. Das heißt ja nicht, dass Nintendo die Ersten waren, das wahnsinnig, aber sie haben es eben geschafft. Nee, gab es vorher Analog-Sticks? Es gab in verschiedener Form Analog-Sticks auch schon vorher. Sie haben auf jeden Fall das Ding nicht erfunden, aber sie haben es tatsächlich massenmarktreif gemacht. Und sie haben vor allen Dingen, und das ist viel wichtiger, eine Software entwickelt, die das nutzt. Ja. Weil Super Mario 64 wurde in den Analogstick herumentwickelt. Sie haben also gesagt, wir haben diese Hardware, was können wir damit machen? Und dann haben sie eben Mario 64 entwickelt. Und das ist halt auch heute noch ein Standardding, also was Versteuerung angeht. Die Innovation war einfach nur der Analogstick. Ja. Da ist irgendjemand mal drauf gekommen, okay, wir nehmen uns mal quasi einen kleinen Joystick, packen den an den Controller und damit kann man analog nicht mehr mit dem Steuerkreuz seine Charaktere steuern. Den gab es aber schon lange. Also den gab es schon. Der ist nur sozusagen, wie du schon richtig gesagt hast, nie gebraucht worden. Und dadurch, dass du dann halt plötzlich diese 3D-Welten hattest und auch die Frage der Kameraführung und so weiter damit reinkam, wurde diese Technologie plötzlich irgendwie wirklich verwendet. Und ich glaube, Sony hat damals schon für so einen Flugsimulator oder so auch sogar schon einen Dual-Stick vorher gehabt. Aber der hat sich nicht etabliert. Und ich glaube, da ist Nintendo als Game-Changer ganz wichtig gewesen zu sagen, Leute, ihr braucht es, gewöhnt euch dran, wir machen das jetzt auf unsere Konsole und so wird das in Zukunft immer sein. Ich hätte es schön gefunden, wenn es nicht so, also so war, wie es war. Du meinst den Controller? Aber das ist einfach nur ein bisschen kleine Kritik nebenbei, du hast ja völlig recht, also den Controller einzuführen war einer der, wenn nicht der größte Schritt für den Konsolenmarkt auf dem Weg zu einer 3D-Welt. Es war eine neue Dimension des Spaßes, lieber Robin. Oh, Nintendo, schönes Firma-Ding. Würde ich mir kaufen. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Top-Montag. Ihr könnt euch da unten noch zwei Bonusplätze anschauen. In der Mitte kommt ihr zur letzten Folge Retro-Sonntag. Da haben Mats und ich SimCity 2000 gespielt. Und auf der anderen Seite kommt ihr zur letzten Folge Giga-Trivia. Jetzt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.